Seit gut einem Jahr gibt es die Skirollerbahn auf dem Sonnenstein. Das 400-Meter-Oval wurde im Training intensiv getestet. Jetzt fand auf der Anlage der erste richtige Wettkampf statt. Knapp 100 Sportler aus der Region kamen zum ersten Skiroller-Sprintwettkampf. Im Moment haben wir hier den SSV Altenberg als Teilnehmer, Stahl Schmiedeberg, VSC Klingenthal, Skiclub Niedersedlitz. Und wir als gastgebender Verein SV Grün-Weiß-Pirna, und wir werden das weiter ausbauen. Wir haben jetzt, wie gesagt, ca. 100 Teilnehmer und wollen das so auf 200, 300 ausbauen. Der Aufwand für den Skirollerwettkampf war enorm. Rund 50 Helfer waren vor Ort, dazu ein eigenes Team, das die professionellen Skiroller zur Verfügung stellt. Alle Teilnehmer hatten so die gleichen Bedingungen auf einer extrem schnellen Bahn. Es gibt nichts Besseres. Das ist das Beste, was wir hier als Kurzbahn natürlich zu bieten haben. Wir haben einen einwandfreien Asphalt, der eine besondere Mischung hat, der auch bei intensiver Sonneneinstrahlung also keine Rillen zulässt durch das Abdrücken der Skiroller, die ja recht schmal sind. Also es ist das Beste, was wir, wie gesagt, bisher hier hatten. Die exzellenten Trainingsbedingungen sorgen für einen Leistungsschub bei den Skifahrern von Grün-Weiß-Pirna. Gerade im Kinder- und Jugendbereich machten die Schützlinge enorme Fortschritte. So ist beispielsweise Luise Müller in den Fokus des Trainingszentrums in Altenberg gerückt. Sie könnte von der guten Zusammenarbeit mit dem Biathlon-Stützpunkt profitieren. Naja, wir waren also zu DDR-Zeiten waren wir schon TZ-Trainingszentrum und haben das dann weitergeführt als Talente-Stützpunkt. Ja, aber wir haben, wie gesagt, mit Altenberg gesprochen und haben gesagt, wir machen das mehr auf freiwilliger Basis und arbeiten lieber so mit Altenberg zusammen. Und wenn sich dort Talente anbieten, dann werden die durch Altenberg weitergeführt und können vor allen Dingen in der Region bleiben. Denn in der ganzen Zeit Talente-Stützpunkt und auch früher TZ mussten unsere Sportler dann nach Klingenthal. Ja, und so können sie weiter für unseren Verein starten und bleiben, wie gesagt, in der Region in Altenberg. Das ist für uns und für die Eltern und für die Kinder natürlich weit interessanter. Paul Hoffmann gehört, wie Luise Müller, zu den größten Talenten im Skiteam von Grün-Weiß. Doch für den 15-Jährigen ist Skifahren nicht mehr als ein intensives Hobby. Und das soll auch so bleiben. Ich fand, ich hätte damit eher anfangen sollen, also ich hätte es eher wissen sollen. Dann gleich mit dem Schulwechsel von der 4. zur 5. hätte man das machen sollen. Das ist ein bisschen, finde ich, naja, sind die auch alle so schon weiter und so. Es ist da ein bisschen schwer, jetzt dort anzufangen. Freude am Skifahren zu vermitteln, ist die Hauptaufgabe des Vereins. Durch die Trainingsbahn auf dem Vereinsgelände kann der SV Grün-Weiß-Pirna problemlos das ganze Jahr über Training anbieten. Das schlägt sich auch auf die Mitgliederzahlen aus. Wir haben einen enormen Mitgliederzuwachs, speziell hier aus dem Wohngebiet Sonnenstein. Wir haben also in unseren Trainingsgruppen Kinder alleine ungefähr 80. 80 Kinder, die wir hier betreuen. Und wir hatten also dann einen Mitgliederzuwachs, gerade in der Kinderabteilung, von der Skiabteilung, von ungefähr 30. Im letzten Jahr alleine. Ja. Der erste Skiroller-Sprintwettkampf war ein Erfolg. Die Pirner Athleten konnten mit guten Leistungen überzeugen. Im kommenden Jahr ist eine Neuauflage geplant. Perspektivisch soll die Veranstaltung zu einem Biathlon-Sprintrennen ausgebaut werden. Die technischen Möglichkeiten dafür wurden schon einmal getestet.